Sehr geehrte Frau Schuster, herzlichen Dank für die Einladung hier zu Ihnen zur Gründungsveranstaltung von der Bewegung Pro Österreich. Herzliche Gratulation zu Ihrer Gründung. Unsere Unterstützung für Sie ist für uns Ehrensache, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich darf an dieser Stelle die herzlichsten Grüße übermitteln von unserem Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache, der Sie natürlich ganz besonders unterstützt. Wir stehen voll und ganz hinter euch, weil ihr habt den Mut, den andere nicht haben. Ihr habt die Zivilcourage, die andere nicht haben. Und es braucht ja heutzutage eben dieser viel zitierten Zivilcourage. Eben nicht nur, wenn es darum geht, das eigene Land schlecht zu machen. Das besorgen schon die Grünen und die Roten und die Linke insgesamt. Das ist deren Aufgabe. Aber es braucht eben vor allem Zivilcourage, wenn es darum geht, aufzuzeigen, dass unser Land und unsere Kultur bedroht ist. Und ich darf jetzt eingangs natürlich feststellen, dass wir nichts gegen den Islam als Religionsgemeinschaft haben und gegen den Islam als Religion. Aber was wir nicht wünschen, ist eine Islamisierung und ein radikaler Islamismus in Österreich. Dagegen treten wir ein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir können in den letzten Jahren beobachten eine ganz, ganz klare Strategie. Es wird ja Schritt für Schritt vorgegangen. Also ich darf hier erinnern, zum Beispiel wurde vor einigen Jahren eine Umfrage gemacht unter islamischen Religionslehrern, die hier an den österreichischen Schulen Islamunterricht geben. Und da war zum Beispiel rund 20% gegen die Demokratie. Und diese Lehrer unterrichten dann die islamischen Schüler. Oder rund 20% waren für die Todesstrafe, wenn jemand vom Islam abfällt. Das sind also die Tendenzen unter den Religionslehrern bei der Umfrage gewesen. Oder die Lehrer waren zu einem Großteil dafür, dass die Scharia über unsere Rechtsordnung gestellt wird. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, dürfen wir nicht weiter dulden. Hier in Österreich gilt bitte unser Recht, unsere Verfassung. Das Recht geht vom Volk aus und nicht von der Scharia, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist ja leider mittlerweile so, dass in manchen Bezirken und an manchen Schulen mittlerweile es 3 bis 4 Mal so viel Islamunterricht gibt wie katholischen Religionsunterricht. Und da sieht man eben schon, wie es bevölkerungsmäßig aussieht. Und wir haben ja als Freiheitliche Partei erst vor einigen Jahren Religionsbücher aus dem Verkehr ziehen können. Das haben wir aufgezeigt und auch diese Bücher wurden dann vom Ministerium aus dem Verkehr gezogen, wo ganz, ganz klar in diesen Büchern, in diesen islamischen Religionsbüchern, die Missachtung der Frau auch hier propagiert wurde, wo die Scharia propagiert wurde und wo Thesen propagiert wurden, die nicht einmal bei uns im Mittelalter vorhanden waren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn wir Freiheitliche hier nicht das Wort erhoben hätten, dann wäre dieses Buch wahrscheinlich noch immer im Unterricht vorhanden und weiterhin würden Schüler hier mit diesem Buch unterrichtet werden. Aber das ist nur ein weiteres Detail. Oder blicken wir zum Beispiel auf den Bericht des Verfassungsschutzes vom Jahre 2009. Da steht ganz klar drin, der radikale Islam in Österreich ist im Steigen begriffen und es passiert eine Rekrutierung aus österreichischen Gebetshäusern für Terrorcamps in islamischen Ländern. Also das sind Tendenzen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die sind besorgniserregend. Und das zeigen wir auf und das zeigt auch die Bürgerinitiative und die Bewegung Pro Österreich auf. Das kann man nicht einfach so stehen lassen und da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wer hier keine Gefahr sieht, der ist entweder blind oder er kooperiert schon längst mit denen, die hier in Österreich anscheinend eine Veränderung vorhaben. Wichtig ist es, meine sehr geehrten Damen und Herren, im friedlichen, aber ganz, ganz konsequenten und sachlichen Widerstand zu leisten. Und das tun wir gemeinsam. Wichtig ist es, aufzustehen. Und ich freue mich deswegen, dass dieser Dachverband, eben Bewegung Pro Österreich, heute auch gegründet wurde. Eben eine Plattform gegen die Islamisierung Österreichs. Ihr leistet eine ganz, ganz tolle Arbeit. Und ich darf Ihnen, Frau Schuster, eine ganz, ganz herzliche Anerkennung aussprechen, weil was Sie in den letzten Jahren hier geleistet haben, idealistisch und auch aufopfern und vor allem unerschrocken, das verdient wirklich Applaus und eine Anerkennung. Frau Schuster, Dankeschön.
Wir müssen eben sehen, in den letzten Jahren ein bestimmter Verein namens ATIP, das ist ein Verein, der eben türkisch-islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich bedeutet, dass dieser Verein im Auftrag von der Türkei hier in Österreich versucht, Gebetshäuser oder Mehrzweckeinrichtungen aufzubauen, wie in der Dammstraße, wie in der Rabgasse. Und die FPÖ ist in den letzten Jahren immer auf Seiten dieser Bürgerinitiativen gestanden, weil hier den Menschen etwas zugemutet wird, das einfach nicht mehr tragbar ist. Da wird dann aber andersrum seitens der ach so toleranten Linken eine enorme Intoleranz uns gegenüber ausgeübt. Ehrliche und anständige Wiener Bürger werden als Nazis, Rassisten oder als Ausländerfeinde beschimpft, die aber ganz, ganz legitime Anliegen haben. Und deswegen stellen wir Freiheitliche unser Schutzschild vor diese Menschen. Und es ist ja ohnehin sehr, sehr bemerkenswert, dass es immer dann, wenn es Probleme gibt, dieser Verein ATIP dahinter steckt. Schauen wir uns diesen Verein einmal ganz kurz genauer an, nehmen wir ihn unter die Lupe. Ein paar Infos zum Verein ATIP. Also ATIP-Gemeinschaften werden inhaltlich durch den Sozialattaché der türkischen Botschaft in Wien kontrolliert. Für organisatorische Fragen in der Gemeinschaft sind in den Bundesländern die türkischen Generalkonsulate zuständig. Der jeweilige Edin Göre Wisli, das ist ein Religionsbediensteter, wird von der Türkei entsandt und bezahlt. Die theologische Ausrichtung entspricht der theologischen Ausrichtung des Präsidiums für religiöse Angelegenheiten in Ankara. In Österreich gibt es mittlerweile rund 60 ATIP-Gemeinden, die als Vereine organisiert sind, und das seit dem Jahr 1990. Und das muss man eben auch wissen, wenn es darum geht, wenn die anderen mit dem Thema und dem Argument Religionsfreiheit daherkommen. Hier, das Ganze hat überhaupt nichts mehr mit Religionsfreiheit zu tun. Hier geht es ganz, ganz eindeutig um eine politische, ideologische Ausbreitung und nicht nur um eine Sache der Religion. Und das muss man sehen und auch den Leuten sagen, weil es ja unter den Tisch gekehrt wird. Und jede Gemeinde hat sich eben als Verein organisiert. Und das entspricht eben auch dem türkischen System der Finanzierung der Moscheen, dass eben hier in den Zentren und Gebetsräumen Imbestände und kleine Geschäfte aufgebaut werden, die da eben auch zur Finanzierung der Gebetshäuser beitragen. Und Ziel dieser Bewegung ist eben die Verbreitung des Korans und damit auch des Islam sowie die Aufrechterhaltung islamischer und vor allem türkischer Werte bei den türkischen Emigranten hier in Österreich. Wir wissen ja, der Herr Erdogan war unlängst wieder in der Bundesrepublik Deutschland, wie auch vor mehreren Jahren in Köln, und hat dort ganz, ganz unverblümt aufgerufen, dass die türkischen Zuwanderer in Deutschland sich eben nicht anpassen sollen, dass sie zuerst türkisch lernen sollen und dann vielleicht deutsch lernen sollen und dass sie weiter türkische Interessen vertreten sollen. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, legt er ganz, ganz klar diesen systematischen Plan offen, dass hier eben ganz klar bezweckt wird, hier anscheinend die Gemeinschaft zu unterwandern. Und es werden ja eben Vielzweckbauten errichtet, wo die Zuwanderer den ganzen Tag unter sich sind, wo sie nicht Deutsch zu reden brauchen und wo sie auch ganz, ganz wenig oder fast keinen Kontakt zur heimischen Bevölkerung haben müssen. Das heißt, der Islam in Österreich ist nichts anderes als ein türkischer Islam und es ist nichts anderes als eine türkische Expansion, meine sehr geehrten Damen und Herren. ATIP ist eindeutig ein Teil der türkischen Staatsgewalt und das muss man sehen. Also was hier geschieht, ist eine ganz, ganz bewusste und gezielte Schaffung von Parallel- und Gegengesellschaften und dem müssen wir gemeinsam den Riegel vorschieben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Weil wir Freiheitliche sagen, lassen wir uns bitte nicht weiter verschaukeln und drücken wir jetzt die Stopptaste, solange wir noch können, weil irgendwann wird es zu spät sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und bevor ich zum Schluss komme, darf ich noch darauf hinweisen, dass in Wirklichkeit die Grünen, die vielleicht zu Stammtischen kommen und immer wenn die Medien da sind, durch Abwesenheit grenzen, dass die Grünen in Wirklichkeit genau diesen Tendenzen ja Vorschub leisten. Wenn der türkische Botschafter in Österreich auf eine ganz, ganz dreiste Art und Weise uns Wiener beschimpft und uns vorwirft, dass wir
keine Gastfreundschaft haben und dergleichen mehr. Das schlägt ja den Fass den Boden aus. Ja? Und wenn Herr Van der Bellen dann plötzlich herkommt und sagt, erfrischend undiplomatisch und hier noch den türkischen Botschafter applaudiert, dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, wissen wir, woher und wohin der Hase läuft. Wenn hier Österreicher beschimpft werden, wenn es hier ein ganz, ganz klarer und handfester diplomatischer Affront ist, dann ist es höchste Zeit, dass der türkische Botschafter aus Österreich abberufen wird, weil so jemand darf nicht länger diplomatische Dienste im Gastland ausüben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und man sieht ja auch, dass vor allem die Grünen, aber auch die Roten und mittlerweile auch die Schwarzen im Endeffekt Befehlsempfänger sind aus Ankara. Also der Verein ATIP kann tun und lassen, was er will. Türkische Schulen fordert mittlerweile der Bürgermeister Häupl und auch die Grünen. Mittlerweile ist er ganz, ganz modern und en vogue, wenn man sich für die Matura auf Türkisch einsetzt. Es werden Lehrer aus der Türkei angefordert, wenn es nach dem türkischen Botschafter geht. Und mittlerweile werden Mitarbeiter vom AMS schon Türkischkurse angeboten, damit sie sich besser mit den Arbeitslosen unterhalten können. Und das sind alle Tendenzen, die werden eben vor allem von Rot-Grün in Wien gefordert. Und es dauert wahrscheinlich nicht mehr lange, da wird die Forderung erhoben, dass Türkisch offizielle Amtssprache in Österreich wird. Aber so weit dürfen wir es nicht kommen lassen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sagen, wir brauchen keine Befehle aus dem Ausland. Unsere einzigen Auftraggeber sind die Wienerinnen und Wiener. Unsere einzigen Auftraggeber sind die Wähler. Das ist unser Auftrag, das ist freiheitliche Politik. Ich darf dem neu gegründeten Dachverband alles Gute wünschen für ihre Arbeit. Sie haben unsere Unterstützung. Wir werden, wo es so geht, unterstützend tätig sein. Und ich wünsche Ihnen alles Gute.